Monolog Mona. Es heißt doch immer, man soll offen sein, sich seinem Partner hingeben. Gut, sag ich mir, heute will ich das umsetzen. Es ist relativ früh am Morgen, unsere kleine Maus schläft noch im Nebenzimmer und ich bin so richtig rollig, was ich schon lange nicht mehr war. Ich bewege mich also sehr erotisch unter der Decke hin und her. Alfons merkt es sofort und schon liegt er auf mir und ich beginne ganz offen, ihm meine sexuellen Wünsche ins Ohr zu säuseln. Ich flüstere ihm erotisch zu, dass ich mir vorstelle, es mit ihm im Park zu treiben und die Leute aus dem Dorf sehen uns zu und begeilen sich an uns. Ich muss das nicht umsetzen, die Vorstellung genügt mir. Ich glaube, mein Alfons war so geschockt über meine Ehrlichkeit. Er ist ja so aristokratisch-katholisch aufgewachsen. Da redet man nicht über Gefühle. Geht anständig jeden Sonntag in die Dorfkirche, erste Reihe. Der hatte vor mir noch nie Sex. Ich bin seine erste Frau. Ich war also so richtig in Fahrt, habe ihm weiter Erregendes ins Ohr geflüstert und mich sexy hin und her bewegt. Da kommt er. Jedes Mal kommt er so schnell, dass ich nichts davon habe. Und wenn er dann seinen Orgasmus gehabt hat, dreht er sich runter von mir und das war's. Alfons hat kein Gespür, wie man mit einer erotischen Frau umgehen muss. Mein Georgi ist dagegen Sahne. Eine Sekunde später ist dann unsere kleine Maus zu uns ins Bett gestiegen. Sie kuschelt so gerne. Also haben wir zu dritt gekuschelt. Und dann bin ich aufgestanden, um uns ein leckeres Frühstück zu machen, was ich selten tue. Ein richtig schönes mit allem drum und dran. Orangensaft, Eiern, Schinken, Käse. Das Tollste kommt jetzt. Alfons sitzt wie ausgewechselt am Tisch. Gerade einen Orgasmus durch mich bekommen, schiebt er sich angefressen, schlecht gelaunt, ein Brötchen nach dem anderen mit dem ernstesten Gesicht, das er auflegen kann, in den Mund und ignoriert uns beide. Redet kein Wort mit uns, bis ich ihn frage, was los ist, schließlich hatten wir doch gerade Sex. Da antwortet er in seiner typischen stinkigen Art: Wenn ich ihm schon sein Pyjama ohne zu fragen wasche, dann sollte ich ihm auch wieder einen frischen Pyjama unter sein Kopfkissen legen. Na, da bin ich aber sauer geworden. Na, da bin ich sauer geworden. Bin ich deine Putzfrau, sage ich zu ihm. Du weißt genau, wo die frischen liegen. Du kannst es dir selber nehmen. Außerdem kannst du froh sein, dass ich dir deinen verstunkenen Pyjama, der mindestens 2 Wochen alt ist, wasche. Ich finde, man sollte jeden Tag sein Pyjama wechseln, denn in der Nacht schwitzt man und wenn man dazu noch Sex hat, ist sowieso alles angeschmiert. Da schnauzt er mich dermaßen an und versaut der kleinen Maus und mir das Frühstück. Ich habe mir heute einen schönen Tag überlegt und dann sowas. Nie wieder erzähle ich ihm von meinen geheimsten Wünschen. Da öffnest du dich einmal und dann kriegst du eine rein. Daraus habe ich gelernt. Wir haben nicht so oft Sex. Allerdings, seit er seine Medikamente nimmt, ist er eigentlich geiler. Aber ich bin's nicht. Ich dachte, ich könnte mir und ihm Gutes tun, mit der Idee, meine Sehnsüchte anzusprechen. Aber so werde ich weiter nur die Beine breit machen und passiv bleiben. Ich habe ja meinen Giorgio. Leider ist er noch in Südamerika, hat seine Reise verlängert. Große Sehnsucht kann er nicht nach mir haben. Aber er fehlt mir überhaupt nicht. Wir werden sehen, was ist, wenn er wiederkommt. Am Anfang war es richtig schön aufregend mit ihm. Aber kurz bevor er rübergeflogen ist, war er plötzlich so distanziert. Ich weiß nicht warum. Das tut weh. Dass es keine Zukunft für uns beide gibt, war von Anfang an klar. Ich war verliebt, aber er weiß auch, dass ich Alfons liebe und unsere Ehe nie gefährden würde. Die beiden Männer verstehen sich gut miteinander. Er wohnt ja in unserem Gesindehaus. Das heißt, die beiden laufen sich oft über den Weg. Schon komisch, wenn der eine vom anderen nichts weiß. Irgendwie prickelnd. Wir haben herrlichen Sex miteinander. Er ist ein wunderbarer Liebhaber im Vergleich zu meinem Mann. Er hatte natürlich schon viele Frauen und kennt sich aus. Aber was er so wirklich fühlt, da kommt man nicht drauf. Er kann sehr verschlossen sein. Schlechtes Gewissen habe ich Gott sei Dank keins. Im Gegenteil, es heizt unseren Sex nur an. Es tut unserer Ehe geradezu gut. Ich merke jedoch, wenn Mario da ist und seine Skulpturen im Hof meißelt, dass ich für Alfons sexuell nicht immer zu haben bin. Ich bin ein wenig launischer. Aber wenn wir uns dann lieben, gebe ich alles. In letzter Zeit bin ich wirklich ausgeglichener und ruhiger. Unserer Maus geht es eigentlich herrlich. Wir haben eigentlich ein wunderschönes Dasein. Alfons ist ein guter Ehemann und Vater. Ich bin glücklich. Es gibt immer Höhen und Tiefen in einer Ehe. Das gehört dazu. Ich liebe meinen Mann. Wenn er sich doch nicht nur einmal in der Woche baden würde. Manchmal riecht er so streng, dass ich in einem anderen Zimmer übernachten muss.
Es interessiert ihn nicht, wenn ich vor lauter Gestank das Bett wechsle. Er will seine Waschgewohnheiten nicht ändern. Ich kann ihn nicht einmal davon überzeugen, seine Unterhosen täglich zu wechseln. Es ist furchtbar. Ich glaube auch, das hat mit dem Badezimmer zu tun. Das ist wirklich uralt und eigentlich eine Zumutung. Da hätte ich auch keine Lust, mich zu waschen. Seit seiner Kindheit hat die Familie nichts erneuert. Alle Sanitäranlagen in diesem großen Gut sind seit dem Kaiser nicht verändert oder erneuert worden. Die Toiletten und die Brillen, eine Zumutung, grindig, alles ist seit Jahrzehnten angebrunst. Da hilft das Putzen auch nichts. Die Eltern haben ihm nicht beigebracht, sich zu waschen. Das ist typisch für den degenerierten Landadel. Eingebildet sind sie wie sonst wer, nur mit ihresgleichen zusammen, aber vor sich hin stinken und die Toiletten anbrunzen, dass es einer Sau graust. Ich könnte natürlich alles renovieren lassen, aber der Geiz sitzt ihnen im Nacken, wenn es um Erneuerungen geht. Sie geben mir, seitdem ich ihnen ein Enkelkind geschenkt habe, das Gefühl, dass ich eine Dahergelaufene bin, die um jeden Preis umgestalten will und ich sollte zufrieden sein mit dem, was man mir anbietet. Sie haben Gott sei Dank jetzt Ihr eigenes Haus im Park, sind ausgezogen aus dem Haupthaus und die Geschwister kommen dadurch auch selten aufs Gut. Ich fühle mich einfach beobachtet und nicht erwünscht und ungeborgen. Obwohl Geborgenheit gibt mir mein Alfons schon. Wenn er arbeitet, dann allerdings auch nicht mehr. Vom Frühjahr bis zum Oktober sind wir nicht vorhanden für ihn. Das ist so bei ihm, das war auch bei seinem Vater so. Die Frau hat nichts zu melden, außer zu repräsentieren. Aber nicht einmal das kann ich, weil es nie zu Einladungen kommt. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass so eine Familie, die einen Namen hat und ein Dorf regiert, nirgendwo eingeladen ist. Keiner kennt diese Familie, keiner interessiert sich für diese Familie. Dabei schaut der Alfons so schön aus in seinem Cut. Der kann so richtig sexy sein, das glaubt man nicht. Ein richtig toller Mann, ich bin dann richtig stolz auf ihn. Aber seit 2 Wochen bin ich wieder uninteressant für ihn. Die Eltern sind wieder zurückgekommen von ihrer Reise. Wenn sie weg sind, dann ist er so zärtlich, so zuvorkommend. Kommt früh aus dem Stall, ist selbstsicherer und stolz auf seine Biomüllbrennanlage. Und dann ist der Sex auch entspannter. Aber sobald die Eltern wieder in der Nähe sind, ist er unselbstständig. Verstummt, redet oft Stunden nichts, ignoriert unsere Maus und mich. Man kann ihm nichts recht machen. Er steht dann total unter den Fuchteln seiner Eltern. Er mag mich dann irgendwie nicht mehr. Die Eltern lehnen mich einfach total ab. Ich hoffe, ich bekomme den Job in Graz. Dann sehe ich Alfons und die Kleine am Wochenende und unter der Woche bin ich dort. Die Eltern finden das natürlich keine gute Idee und Alfons jetzt auch nicht mehr. Als die Eltern im Urlaub waren, war er ganz happy mit mir. Er hat jedem erzählt von meiner Graz-Professur. Er war ganz stolz, mein Mann zu sein. Das hat ihm gut getan. Er ist richtig aufgeblüht und jetzt ist er wieder verschlossen und uninteressiert an mir. Ich werde mich nie mehr öffnen, wenn wir Sex haben. Werde ich einfach weiterhin passiv bleiben. Naja, das ist gar nicht so furchtbar. Wir haben es eigentlich auch schön. Nur wer in einer Ehe lebt, kann mich verstehen. Alfons kann so lieb sein. Ich lieb ihn. Obwohl er sich nicht wäscht, ein halbes Jahr völlig uninteressiert ist an mir und unserer Tochter, weil er aufs Feld muss, total abhängig ist von seinen Eltern in emotionaler Hinsicht, mich nie ausführt, was ich so gerne hätte, sich mit mir geistig überhaupt nicht austauscht und einen Ego-Sex betreibt, dass man nur frigide werden kann. Ich lieb ihn. Ich kann mich einfach total auf ihn verlassen. Ich habe diese Sicherheit bei ihm. Er wird mich nie betrügen und immer für uns da sein. Was hatte ich von all diesen vielen Männern zuvor, die mich beschissen haben? Sie waren allerdings gewaschen, aber so toll war der Sex auch nicht. Bei einem gut aussehenden Mann musst du davon ausgehen, dass du ihn nie alleine hast. Nie. Alfons habe ich für mich. Immer für mich. Die Frau muss einfach nur schön sein. Von ihr muss man sprechen. Sie darf nicht die Ehefrau von einem sein. Er muss der Ehemann von einer sein. Ich habe immer gesagt, es ist keine Amour-Fou, sondern eine Vernunftsehe. Eines Tages bin ich aufgewacht und ich wusste, jetzt muss ich heiraten. Alle um mich waren verheiratet, also habe ich mich für die Hochzeit entschieden. Ich kannte Alfons und seinen Clan schon längere Zeit und die Mutter hat ihn mir regelrecht angeboten, diesen Sohn. Die mochten mich damals sehr und so haben wir dann geheiratet. Eine Ehe muss nicht immer eine Liebesehe sein. Die Liebe wächst mit der Zeit. Die Chance, dass unsere Ehe hält, ist somit größer. Alfons wird mich nie verlassen. Warum bin ich wohl so interessiert an dem Job in Graz? Damit ich unabhängiger werde. Für Alfons wäre es auch gut, eine Frau zu haben, die sich selbst etwas aufbaut. Das macht ihn stolz und attraktiver. Wir hatten es eine Zeit lang so toll miteinander. Da hatte er noch seinen Hodenbruch. Da waren seine Eier so prall. Das hat mich regelrecht geil gemacht. Riesig waren die. Da habe ich seinen Wuzi-Schwanz ertragen können. Aber jetzt sind die Eier wieder in einer normalen Größe und sein Schwanz ist winzig klein. Ein Mann mit einem kleinen Penis ist frustrierend. Da spürt man überhaupt nichts. Es tönt einen sogar völlig ab. Frigidität macht sich breit.
obwohl er ist eigentlich mit der Zeit gewachsen. Viel Sex kann einen Penis verlängern. Ja, jetzt ist er ungefähr schon so, ja. Aber wie gesagt, er kommt immer gleich. Es ist wirklich eine Katastrophe. Was soll ich machen? Rede ich mit ihm darüber, ist er total im Stress. Und ihm Sexpraktiken beibringen, dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich habe schon so viel erlebt, dann erlebe ich jetzt halt dann mal nichts mehr. Ich habe ihm eine Zeit lang seinen Penis gewaschen, bevor wir ins Bett gegangen sind. Ich habe ihm regelrecht zeigen müssen, wie man einen Schwanz wäscht. Das war so mühsam, denn der wurde nicht ganz sauber. Seine Vorhaut hat ein Problem, die lässt sich nicht ganz zurückschieben. Phimose. Somit bleibt immer eine gewisse weiße Soße daran kleben. Ekelhaft. Vielleicht muss ich hartnäckiger werden und ihn zu einer Beschneidung überreden. Das könnte mein nächstes Eheprojekt werden. Ein Beschnittener, heißt es nämlich, soll besonders lecker sein.